Recht herzlich willkommen zur 238. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir müssen wieder reinjumpen und wir hatten ja schon den Marker gesetzt für die Rettungsaktion von Pilwigs Raumschrotter und war doch Pilwigs Raumschrott, oder? Aber wir müssen wahrscheinlich diese Rakete nehmen und den Raumschrott dann abholen. So ist es. Genau. Pilwigs auf jeden Fall. Oder Pilwigs. Wie ist er jetzt? Weiß ich nicht. Egal. So, das ist unser Teil. Wir haben schon ausgerichtet. Wir haben ja die nächste Aktion hier, die ja in 8 Minuten läuft. Und der Marker ist da. Warp hier. Machen wir mal. So, dann haben wir das schon mal. In 32 Sekunden müssen wir brennen. 198, wir sind gut ausgerichtet. Vielleicht einen Tacken. Ne, das war auch doch geht, reicht. Und hoch, ne, ich glaube, reicht schon so. Und dann machen wir da mal Gas, oder? 19 Sekunden. Wird schon werden. Kommt ja nicht auf 100% drauf an, dass wir das da machen, ne? Und stopp. Das sieht doch schon ganz gut aus, ne? Den können wir jetzt hier auch, können wir auch da wegmachen. Und jetzt müssen wir gucken, wo die Interceptions sind. Da ist einer. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wir sind hier, ne? Ja, und der ist, wo ist denn den Schrott? Fliegt das jetzt gerade rum? Debris? Ist er das da? Ne. Ist er da hier gerade geruckelt, ne? Kerbal Station fliegt weiter außen. Pilwigs. Pilwigs Raumschrott fliegt da hinten lang. So, wie war das? Pilwig ist hier. Innen. Wir sind außen. Wir haben den längeren Weg. Und ja. Machen wir hier gerade ein Manöver hin und machen wir gerade so. Stopp. Wenn wir das so machen, dann treffen wir ihn hier auf 126 Kilometer. Und kriegen das noch kleiner hin, ne? Separation sind dann 2,1 Kilometer. Wenn wir das da so fliegen. Wo sind wir jetzt? In 2 Minuten. Und dann brennen wir das so. Und wenn wir das so brennen. Ach, wir haben gar keinen. Der hat gar kein Sternchen hier, oder was? Okay. Ja, ist ja egal. Können wir ja mal so probieren, ob das so gut ist, ne? So passt schon. Könnten das aber rein theoretisch auch jetzt schon machen, oder? Ne, ich glaube noch nicht ganz. Das sind 5 Sekunden zum Brennen, oder wie sehe ich das? Gut, 2 Minuten. Machen wir gerade ein bisschen schneller. So haben wir das.
So. 5 Sekunden brauchen wir dafür dann. Schuss. So. Marke weg. Ist noch nicht so top, ne? Aber das können wir jetzt händisch hier anschließen, ne? Und stopp. So ist es gut. So, und jetzt drehen wir mal weiter, oder? Okay, ist gerade umgesprungen, aber ist noch alles gut. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, ob das richtig ist, was ich getan habe. Aber wir sind ja langsam und er ist da, also rein theoretisch hätte das klappen können, ne? Rein praktisch sieht es nicht so aus. Also da sind wir schon nah dran, na klar, oder? Oder kommt das doch hin? Könnte doch hinkommen, ne? Ja, ist gar nicht mal so schlecht, ne? So. Supp. Ja, die Entfernung sind dann 18 Kilometer. Und was stand hier jetzt? Ah, okay, da habe ich 1,7 gelesen und da 26,2. Aber das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Sagen wir es mal so. Ja. Sehen wir ihn da. Wir sind natürlich schneller unterwegs wie er, das ist auch richtig. So, wir müssen jetzt ein bisschen ausrichten, dass wir das gerade ziehen, ne? Ist das so richtig? Ja, das ist so richtig. Ich glaube, wir müssen aber noch ein bisschen noch da. Na, das ist jetzt aber schlecht. Ich glaube, jetzt sind wir. Jetzt drehen wir ja verdammt voll schnell. Ich glaube, das war jetzt ein Satz mit X, das war wohl nix. Und jetzt das Triebwerk da, aber das wäre falsch rum. Zock. Müssen wir erstmal hier die Geschwindigkeit runterbringen, ne? Geschwindigkeit zum Ziel. So richtig, wenn wir jetzt so brennen. So. Jetzt noch. Da ein bisschen hingebrannt. Gut. Und vielleicht noch ein bisschen mehr, ne? So passt's. Jetzt mal in den Kreis und drauf zugesteuert. Dann sollte es klappen, ne, oder? Wir müssen das ja andersrum haben, um näher zu kommen, ne? Ja, würde ich sagen, ne? Und jetzt müssen wir noch ein bisschen korrigieren. Ich glaube, so war jetzt richtig, ne?
Ne, das war falsch. Jetzt doch auf der anderen Seite. So. Okay, Kilometer 10,2. Sonne gerade weggegangen, ne? Okay, da springen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen vor gerade. Kommen wir ja näher ran, ne? Allerdings müssen wir wieder korrigieren. Sechs Komma zwei Kilometer, ich glaube, wir springen mal ein bisschen vor. Okay. Aber wir sind. Vielleicht drehen wir mal besser um 180 Grad, weil wir sind doch relativ zügig da dran, ne? So ist erstmal gut. Annäherungsgeschwindigkeit passt. Können noch ein bisschen da. Ja. So. Ist auf 1 Kilometer, sind wir jetzt schon gleich dran. Das müssen wir dann mal ganz schnell runterbringen. So ist doch gar nicht mal verkehrt, oder? Okay. Sind wir noch hier? So ist schon optimal. Ab ins Fadenkreuz. 600 Meter. Entfernung wird weniger. Machen wir gerade einen Tacken schneller. Der wandert natürlich jetzt noch ein bisschen weg, ne? Dann machen wir das nochmal dahin. Das war jetzt genau falsch rum. So, jetzt wieder ins Fadenkreuz kommen. Meter die Sekunde. Lass mal schneller laufen. Kommen wir nochmal schneller. 230. Und wir müssen mal gerade wieder ins Slow ziehen. Und das ist hier, ne? So, jetzt haben wir 2 Meter die Sekunde.
Machen wir mal schneller. Dass wir näher rankommen. Oh. Obwohl. Wir müssen ja hier unten brennen, ne? So war das. Ah, das war jetzt nämlich nicht viel, ne? Sind wir, glaube ich, immer den Punkt drüber weg. Genau, wir müssen uns wieder annähern. Das war jetzt verkehrt herum. Da müssen wir hin. Bisschen mehr drauf zu. So, nehmen wir schon zu? Ja, wir nehmen schon mit der Entfernung wieder zu. Ist das hier richtig? Ja. So. Lass mal gerade ein Stück schneller fliegen. Der wandert da unten ja noch weg. Ja, wir müssen den gerade noch mal wieder ins Lot holen. Und machen wir mal schneller. Jetzt sind wir schon unter 100 Meter. Und einmal bitte aus und definitiv umgedreht. Weil dann müssen wir ihn da wieder reinholen, ne? Das war falsch rum. Habe ich jetzt? Ne, wir kommen noch näher ran. Aber wir sind jetzt schon zu weit vorbei gleich. So, oder? 1 Meter die Sekunde. 34 Meter Entfernung. Machen wir Triebwerk gerade. Bisschen langsamer. Ich glaube, wir können aber noch hier einmal. Nee, war schon falsch rum. Jetzt geht's wieder mehr, ne? Ja. War schon falsch rum. Einmal 180 Grad drehen. Ist die Frage, ob... Ne, das war andersrum. Wir kommen näher. Das heißt, wir müssen nochmal jetzt andersrum, weil wir jetzt doch schon wieder zu schnell sind. Das ist da verkehrt, sondern da lang. Ich glaube, das müssen wir noch weniger machen. Oh, das war jetzt natürlich reichlich, sehe ich gerade, ne? War vielleicht doch nicht so viel zu drücken. Ja,
Ja, jetzt verlässt er uns schon wieder. Okay, das war verkehrt. Also war schon richtig, aber zu viel. Ich glaube, wir können es jetzt so nicht lassen, oder? Er entfernt sich ja. Ist weiter weg. So, lassen wir's. Okay, dann müssen wir in der nächsten Folge da reingehen, den rausholen und dann hier, ne, rüber. Das machen wir bei der nächsten Folge, wie gesagt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare, wie immer, herzlich willkommen. Schreibt was rein, dann können wir was ändern oder auch was Gutes könnt ihr natürlich auch mitteilen. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Tschüss.